Hallo zusammen, guten Morgen. Es ist Samstag früh. Das Wetter ist relativ gut, obwohl es kalte Temperaturen sind. Daher habe ich auch immer noch meine fast Herbstdeko schon da. Ich habe gestern ein Päckchen von Make-up-Coach bekommen. Und da drin ist ein Lippenstift. Und zwar mit einer Farbe, die so viele sich gewünscht haben. Ich darf ihn testen. Es ist endlich, endlich, endlich Koralle Plus. Kein langweiliges Orange, nein. Es ist ein tolles Orange. Und es ist ein Herbstangebot im September. Dazu gibt es dazu, zu diesem Lippenstift gibt es einen Lippenbalm, der das noch ein bisschen aufpeppen soll. Da ist er. Und damit das alles nicht so farblos ist, möchte ich heute mit fast ausschließlich Make-up-Coach-Produkten mir ein herbstliches, orangenes Make-up schminken und ich würde mich ganz, ganz doll freuen, wenn ihr zuschaut. Alle Produkte schreibe ich unten in die Infobox. Ich gebe einen Link dazu, gleich der euch zum Shop führt und ja, ich bekomme eine kleine Provision. Also ich bedanke mich ganz herzlich, wenn ihr auf den direkten Make-up-Coach-Link unten in meiner Infobox tippt. Und sollte euch das eine oder andere Produkt gefallen, dann werdet ihr, dann unterstützt ihr mich ein bisschen. Würde mich freuen. So, und jetzt legen wir los. Ich habe bereits Feuchtigkeitscreme drauf. Ich habe mich extra ins Tageslicht gesetzt, damit ich euch ein Tages-Make-up im Frühherbst zeige. Ich fange an mit dem Produkt Simsalabim von Make-up Coach, weil heute möchte ich ganz gerne genau bei solchem Make-up meine typischen kleinen Altersflecken verstecken. Und das tue ich mit den Farben, die hier drin sind, mische ich mir immer etwas zusammen und gebe es mir dann auf diese Punkte, bevor ich überhaupt Primer auftrage, weil auf dem Primer habe ich festgestellt, da hält das nicht so gut. Ich finde es besser, man trägt es auch zuallererst auf, um es etwas abzudecken. Man muss so ein bisschen gucken, man kann so ein bisschen das dem Hautton angleichen, indem man verschiedene Farben nimmt. Und das miteinander mischt. Dann habe ich hier unten noch so ein bisschen rötliche Stellen, die will ich auch nicht, dass sie gesehen werden. Damit habe ich das jetzt gut erst einmal abgedeckt und kann natürlich gleich mit einem Primer weitermachen. Heute zur Feier des Tages nehme ich den von Isadora. Den Blurring, der hat ja so eine Pumpfunktion und den trage ich mir auf. Der ist gleich auch hautfarbend, was ich immer ganz gut finde und der glättet die Haut richtig schön. Den trage ich mir immer mit den Fingern auf und immer auf das ganze Gesicht. Da brauche ich heute eigentlich gar nicht so viel. Tupft das nur so auf. Ja, wenn der dann drauf ist, dann kann ich schon mit der Foundation anfangen. In dem Falle von Make-up Coach den Weichzeichner in der Farbe Mittel. Auch den werde ich mir heute wohlweislich mal mit dem Make-up-Schwämmchen auftragen. Pump-Pump auf die Hand geben, das Make-up-Schwämmchen nehmen und dann überall verteilen. Wir wollen ja wiederum im Tages-Make-up
Make-up-Bereich bleiben, das heißt nur leichte Abdeckung und dafür reicht vollkommen der Weichzeichner. Ich finde den sogar richtig gut, weil man dann immer dieses Gefühl hat, was ich schon oft auch gesagt habe, dass ich eigentlich nichts drauf habe. Den gibt es übrigens in drei verschiedenen Farbnuancen: hell, mittel und dunkel. Normalerweise, also ich habe mir jetzt auch selbst den dunklen bestellt wieder, heute früh die Bestellung rausgegangen und will den dann ein bisschen mischen, weil ich doch noch ziemlich viel Farbe habe und es mir manchmal dann ein bisschen zu hell ist. Ich sehe gerade, mein Näschen strahlt wieder mal in diesem Rot hervor, also nehme ich auch ein bisschen von dem Hellen aus der Simsalabim Palette und gebe mir das dann noch ein bisschen darauf, bevor ich nachher mit Puder und Bronzing Puder arbeite. Schön abgedeckt, finde ich gut. Jetzt nehme ich aus dem Sommer Puder Special, da gab es ja die drei Dosen. Das hieß eine Dose 20 Milligramm Zauberpuder, eine Dose 20 Milligramm Fixingpuder und dann ein leeres Döschen dazu, wo man sich das Mischungsverhältnis gemacht hat und man hat machen können, so nach seiner nach seinem, wie man es gerne haben möchte, ob mehr Fixingpuder oder mehr Zauberpuder oder von beidem gemischt. Heute nehme ich nur den Zauberpuder mit natürlich auch einem Pinsel von Make-up Coach. Ich liebe den und den habe ich jetzt frisch gewaschen. Oftmals nehme ich ihn für Bronzing Puder, aber heute nehme ich ihn einfach mal zum Abpudern, damit es mir auch den ganzen Tag hält, weil ich habe ihn zwischendurch gewaschen und ich probiere meine Pinsel immer aus. Erst in allen Variationen, um dann zu entscheiden, für was ich sie tatsächlich zum Schluss immer nehmen möchte. Und ich habe ihn jetzt zum Anfang für den Bronzing Puder von Make-up Coach verwendet, habe aber für mich festgestellt, dass da der Puschel vorne zu breit ist und es mir doch nicht so vom Auftragen her gefallen hat. Und aus dem Grunde habe ich ihn dann jetzt schön gewaschen mit der Pinselreinigung und benutze ihn jetzt mal eine Weile für den losen Puder. Ja, dann lege ich auch schon los mit dem Sonny Bronzing Puder von Make-up Coach. Ich habe jetzt mittlerweile so viele schöne Sachen, dass ich von Make-up Coach, dass ich auch immer wieder sagen muss, Top-Produkte und insbesondere finde ich für Haut ab, ja, ich würde sagen ab 30, Mitte 30 ist es auch ein Produkt, was sich so schön auf die Haut auftragen lässt, was nicht in die Poren reingeht, was ich finde, was durchaus Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. Und was Feines ist, was nicht schwer auf dem Gesicht liegt. Und ja, immer ein bisschen, ihr seht es an der Farbe des Pinsels, immer ein bisschen an unsere Weiblichkeit appelliert. So, dann legen wir gleich mit der Kontur los. Und heute, weil wir ja in diesen schönen Herbstfarben bleiben, werde ich die nehmen aus der Sonnenkuss-Mixer-Palette, die man eigentlich für vieles benutzen kann. Ihr seht, wie ich die benutze, aber richtig häufig. Und werde mir dann einen Contouring-Pinsel aussuchen von Make-up Coach. Habe ich in dem Dreier-Set mir auch bestellt. Und nehme nur mal die leichte Variante. Und die kann ich durchaus auch aus der
Palette nehmen. Weil es ist der Farbton Sonny auch wieder. Aber ich habe das Gefühl, dass er, wie sage ich denn das, gebundener ist, kompakter ist als der in dem. Und insofern seht ihr es selber, dass es mit diesem Konturpinsel dadurch auch ein bisschen kräftiger aussieht. Ich mache gerne meine Heimatsecken so ein bisschen und dann habe ich meistens noch den etwas breit gefächerten und verblende das dann richtig schön. Und somit bleibe ich natürlich heute auch total in so einem leichten Orange-Blätterfarben. Genauso gut kann ich ihn mit diesem breit gefächerten auch nehmen als Hamsterbäckli Vertuscher hier unten. Wichtig ist immer schön nach oben weg zu streichen und immer darauf zu achten. Und das kann ich jetzt natürlich sehr gut, indem ich wirklich vorm Fenster sitze und gleich ausgleichen kann, dass ich nicht übermäßig doll geschminkt bin für den Tag, sondern nur alles ein bisschen in Herbsttönen unterstreiche. Ja, als Rouge verwende ich diesmal den Trick. Ich habe ihn schon an einem meiner Videos schon mal weitergegeben. Und zwar gehe ich über beide Farben, über die Farbe Honeymoon und über die Farbe Just Fresh. Und da gehe ich erst über die und streiche über beide Farben. Dadurch entsteht auf diesem Pinsel eine Mischung aus beiden. Also nicht so kräftig wie Honeymoon und auch nicht so dezent wie Just Fresh. Ich möchte ja zum Farbton meines Oberteils auch gerne geschminkt sein. Dezent. Ich sehe so ein bisschen aus wie ein in den Herbst gekommenes, wunderschönes, orangefarbenes Blatt im Wind. Schöne Sache, ne? Toll gesagt. Ja, und das ist natürlich immer etwas, was mir gefällt, dass ich zu meinen Oberteilen, die ich trage, dann auch immer so ein bisschen den Glanz auch weiter nach oben gebe. Ich werde auch meine Augenbrauen genau mit dem Sonny machen und damit es ein bisschen intensiver ist, ein bisschen dunkler ist, aber nicht zu dunkel, sprühe ich wieder mit meiner kleinen Wasserflasche den Pinsel an und gehe dann in die Palette rein. Dann wirkt das noch mal ein bisschen stärker, werdet ihr gleich sehen, und trotzdem in einem harmonischen Farbton. Gut, kann ruhig noch ein bisschen. Da könnt ihr mal sehen, wie ihr mit kleinen Tricks tatsächlich die Farben verändern könnt. Ich habe die gleiche Farbe auf dem Gesicht als Bronzingpuder. Ich habe sie gezielter mit dem Contouring-Pinsel als Kontur und gesetzt und ich kann sie sogar für meine Augenbrauen nutzen. Nun bin ich blond, da ist das eben ganz einfach. Aber wer Make-up-Coach-Paletten hat und hat Menschenschattenbrauen oder aber aus der Ilona von der Sommerwiese das Rehauge, kann auch verschiedene Farben mit einer Palette im Grunde genommen sich fast das Gesicht komplett schminken, ganz harmonisch schminken. Reicht mir, schön gemacht. So, und dann gehen wir auch schon ans Augen-Make-up. Und da habe ich heute das einzige Produkt, was nicht von Make-up-Coach ist. Und zwar hatte ich euch versprochen,
Ich hatte ja in der letzten Pinkbox drin die Bella Pierre Palette mit dem wunderschönen Peach Blossom Farben. Und die nehme ich heute für die Augen. Ihr seht, das ist genau ideal für mein Augen-Make-up, passend dazu. Jo, ich nehme natürlich logischerweise dafür auch die Pinsel von Make-up Coach. Erstens nehme ich den, ich weiß immer nicht, Make-up Coach, da steht nichts weiter dran, das ist der Doppelte. Der hat an der einen Seite eine Schräge und an der anderen Seite so eine Art abgeschrägten, festen Puschel. Da gehe ich als allererstes in die Farbe Gold rein. Also, das, die haben gar nicht. Doch, die haben. Das ist die Farbe Dahlia. Das ist die Farbe Fall runter. Das ist die Farbe Gusten. Das ist die Farbe Hawaii, in die ich jetzt reingehe. Und die letzte Farbe ist Mine oder Mai. So, jetzt habt ihr auch die Farben. Also ich gehe in die Farbe Hawaii und fange im inneren Augenwinkel an. Jetzt muss ich mal in den Spiegel gucken. Mir meinen Augenblick. Wer meine Videos kennt, weiß es nach wie vor, dass ich mir im Augenwinkel als Brillenträger den hellen kleinen Blickpunkt setze. Viele nennen das anders, man kann auch sagen ein kleines Highlight. Und das setze ich mir immer in diesem Augenwinkel, um das Auge erst einmal von innen her zu öffnen. Das ist schon mal sehr schön angekommen. Dann nehme ich die Lidfalte, den kurzen gebundenen, den nehme ich nicht. Die Lidfalte, ich habe den noch mal hier, den scheine ich gestern nicht gewaschen zu haben, den habe ich vergessen. Aber ich habe noch mal einen ganz sauberen Lidfalte in Pink und damit gehe ich in den Ton Mine rein. Übrigens bin ich von Bella Pierre Lidschatten sehr begeistert. Ich habe ihn ja die Woche schon zweimal vorweg probiert. Bin ganz angetan davon. Ja. Schönes Orange. Guck mal ein bisschen näher zu euch ran. Ziehe ich natürlich hier schön nach oben. Gehe auch noch ein bisschen über den Goldton hinweg. Und nehme mir dann den Puschel und verblende das schön ruhig ein bisschen hoch. In den oberen Bereich. Jetzt seht ihr es erst richtig. Schön, dass ich auch mal am Tageslicht euch gleichzeitig zeige, wie schön das aussieht und wie gut das geht. Ich habe hier so einen eigentlich ja schlechten Platz, ungünstigen Platz, weil wenn die Sonne jetzt vorkommt oder wenn Wolken sind und blauer Himmel ist, dann muss ich tatsächlich immer alles runterlassen und muss dann ganz immer im elektrischen Licht arbeiten. Und ich glaube, da seht ihr das nicht so gut. Und dann bin ich selber immer ein bisschen traurig. Und gerade in diesen hellen Bereichen sieht man das nicht so gut. So, schön ein bisschen verblenden. Zum richtigen Verblenden nehme ich immer einen sauberen Puschel, damit ich das hier oben richtig schön verblenden kann. Schaut euch diese Farbe an, das ist so schön, das ist so ein goldener Herbst. Also ich liebe sowieso, ich liebe den Frühling und ich liebe den Herbst und liebe diese Farben und habe auch diese Farben so gerne und arbeite auch mit denen sehr, sehr gerne, weil es dann wirklich immer aufeinander abgestimmt ist. Im unteren, also am unteren Lidrand, nehme ich den kleinen Schrägen von Make-up Coach und gehe in die dunkle Farbe. Ich habe sie schon wieder vergessen. In die Dahlia. Muss ich immer an Dahlia Lavi denken. Tolle Frau gewesen und wie immer viel zu früh verstorben.
Also ich fand sie jedenfalls toll. Damit glänzt natürlich das Auge und da bin ich auch ein bisschen mutiger. Da gehe ich auch ein bisschen weiter nach vorne mit. Diese Farbe zum Beispiel würde ich mir nie aufs bewegliche Augenlid setzen, weil sie sehr strahlend ist und auch sehr bronzig rüberkommt. Maximal, und das mache ich jetzt, setze ich sie noch so ein bisschen hier am Wimpernrand lang, wie so ein kleiner Lidstrich. Habe ich gestern, glaube ich, auch gemacht mit dem Grün. Sehr schön. Ja, und um dem Ganzen noch ein bisschen Ausdruck zu verleihen, kann ich natürlich mit diesem hellen Ton, und zwar ja, Gusten, Gusten, Gusten. Manchmal weiß man nicht, was die sich dabei denken. Und lass das hier noch ein bisschen strahlen. Sehr vorsichtig, weil das sind wirklich strahlende Farben. Tolle Palette, finde ich sehr, sehr schön. Kann man viel mitmachen. Man kann da auch jetzt beispielsweise, wenn ich das so wollte, kann ich mir sogar ganz dezent mit dem Finger in diesen Goldton gehen. Bisschen verrannt. Das ist wie cremig, das ist so schön. Und kann hier noch so ein bisschen Glow setzen. Andere Seite auch. Ihr müsst nur sehr aufpassen, weil es ist vom Swatchen her tatsächlich sehr, sehr farbintensiv. Aber toll, ich weiß nicht, seht ihr es? Und toll hebt sich das ab. Das hat für mich so dieses Gefühl, als ob das T-Shirt auf mein Gesicht strahlt. Und es nicht konträr läuft, weil also ich würde dieses Augen-Make-up zum Beispiel jetzt nie zu einem dunkelblauen T-Shirt tragen, weil ich dann Angst hätte, die Leute könnten dann annehmen in meinem Alter, oh, die hat ja verweinte Augen. Das ist mir also auch schon oft passiert. Man muss wirklich ein bisschen harmonisch denken und dann kann man ganz mutig auch in unserem Alter an alle Farben herangehen. Jo, ich denke mir, ich könnte durchaus in die Wasserlinie was reinsetzen, aber ich will es nicht, weil ich möchte heute mir die Wimperntusche, also Mascara, setzen mit dem jetzt viel geliebten Three Looks Black Nano Mascara. Ja, der Fehler, der mir unterlaufen ist, liegt da beim Alter. Und daran, nicht die Videoanleitungen sich anzugucken, wenn man sich Ware beim Make-up-Coach bestellt und es ausdrücklich dabei steht mit Videoanleitung, dann sollte man sich die Produkte auch mit der Videoanleitung anschauen. Ja, und ich setze mir jetzt mein Mascara und will ein paar Wimpernfusseln euch zeigen, wie sich damit das Auge dann noch mal verändert, weil ich finde, meine Wimpern können durchaus ein bisschen kräftiger heute sein, weil gerade ja, ich sag jetzt mal, weil gerade ich nicht will, dass da jemand denken könnte, oh, hat die vielleicht geweint. Und Kinder, eins ist nun mal sicher, wenn ich heulen würde, dann hätte ich entweder gar keine Mascara mehr drauf, weil ich eh keine wasserfeste Mascara trage. Und dann sieht es auch mit Sicherheit nicht so aus, wie es dann aussieht. So, das sind die Wimpernfusseln. Da kann ich jetzt nicht so reinsprechen, weil dann fliegen die alle raus. Und damit gehe ich, eigentlich soll man ein weiteres Bürstchen nehmen, habe ich aber jetzt nicht parat. Also ihr solltet immer ein extra Bürstchen nehmen, aber ich nehme jetzt mal das, gehe da ganz vorsichtig rein und setze mir mit dieser Mascara die einzelnen Fusseln schön rein. Besser ist, aber jetzt müsste ich es
auf Pause machen und mir das holen. Also ganz vorsichtig immer darauf achten, dass die Wimpern auch wirklich noch feucht sind. Deswegen will ich jetzt auch nicht holen. Und dadurch, dass hier bei diesem Mascara drei Bürstchen dabei sind, weiß ich, kann ich das nachher gleich waschen. Passiert es mir beim nächsten Mal nicht. So, jetzt schaut mal den Unterschied schon. Wir sind ja immer noch im Tagesbereich. Ich könnte da jetzt auch richtig heftig reingehen und richtig heftig die Fusseln setzen. So, und jetzt seht ihr den Unterschied. Sieht aus, als ob ich da auf diesem Auge falsche Wimpern gesetzt habe. Wenn ich das auch nach unten mache. Muss ich noch mal einmal nachtupfen. Das ist schon ein bisschen trocken. Also ich habe es letztens auch mal probiert, mit unten diese Fusseln zu machen. Sieht aber dadurch, dass ich recht lange Wimpern habe, sieht das ein bisschen ulkig aus. Aber wer da vielleicht wenig Wimpern hat, der kann das natürlich auch machen. So, jetzt werde ich das aber wenigstens noch schnell ein bisschen an der anderen Seite machen. Also diese Wimpernfusseln sind toll, man darf da bloß nicht reinniesen. Manchmal fusseln sie, so wie jetzt, ein bisschen runter. Und wenn ich das mit Pusten nicht wegkriege, dann kann man das aber ganz dezent wegwischen. So, jetzt will ich das vorsichtshalber zumachen, indem ich dann nicht wirklich noch niesen muss. Sieht sehr schön aus, finde ich. Mach nochmal zu, ganz am Tageslicht. Und jetzt, da, werde ich natürlich zum Lippenstift dazu passen kommen. Ich setze diesen Lippenstift heute ohne Lippenkontur, damit er richtig zur Geltung kommt. Und ich probiere ihn auch das allererste Mal aus. Also ich weiß noch gar nicht, was passiert. Dazu wieder mein Trick, wenn ich kein... Hier irgendwo ein Haar. Wenn ich kein Lippenkontur nehme, dann nehme ich mein weiches, also nicht mein weiches, sondern ein weiches Zahnbürstchen und durchblute meine Lippen mit einer kleinen Massage. Hat zur Folge, auch wenn es vielleicht nur Einbildung ist, dass sie in dem Moment durchblutet werden und man diesen Gefühl hat, sie werden ein bisschen aufgeboostet. Und man sieht einfach dann die Ränder noch sehr viel besser. So, ich, tada, sage es noch einmal. 8,68 € im September und auch nur erst einmal, solange der Vorrat reicht. Wenn sie weg ist, ist sie weg. Und die Nachproduktion, die wird sicherlich bis zu 2 Monaten dauern. Also sichert euch diese Wahnsinnsfarbe. Ich trage sie jetzt auf. Jetzt muss ich auch wieder leider in den Spiegel gucken. Oh, hallo. Die hat ja schon so einen irrsinnig tollen Glanz. Das ist kein langweiliges Orange. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich das
viele Frauen gewünscht haben, was ich gar nicht mitgekriegt habe, dann muss ich mal sagen, traumhaft. Schaut euch den Glanz an. Schaut euch mein Herbst-Make-up an. Sehe ich nicht aus wie ein Eichenblatt? Was so wunderschön im Wind des Herbstes weht und man sieht mir derzeit gar nicht mein Herbstalter an. Gott sei Dank bin ich kein Blatt, dann würde ich jetzt vom Baum fallen und würde verrotten. Gott sei Dank bin ich in der Blüte meines Lebens und trotzdem herbstlich schön. So, jetzt will ich aber trotzdem noch ausprobieren, ob dieser Lippenstift tatsächlich noch schöner wird mit dem mit der Lip Butter von Make-up Coach. Ja, oh. Also, ihr dürft entscheiden. Ich für mich habe entschieden, das ist das Make-up des heutigen Tages. Liebe Sonne, wenn du heute nicht vorkommst, dann strahle ich heute. Ja, ihr Lieben, Schminki-Video, Make-up-Coach vorbei. Alle Produkte schreibe ich in die Infobox. Ich verlinke euch gleich den Weg zum Shop. Wie gesagt, ihr unterstützt mich, wenn ihr direkt von da auf den Shop geht und bestellt ein wenig mit einer klitzekleinen Provision. Und denkt an dieses Angebot. Wer darauf scharf ist, sollte so schnell wie möglich die Lippenstifte bestellen. Denn die liebe Michaela hat mir geschrieben, was weg ist, ist weg. Und ich kann mich nur bedanken, dass ich zu denen gehöre, die diesen wunderschönen Lippenstift ausprobieren durfte. Schaut euch das an und das voll im Tageslicht. Für ein bisschen Unruhe möchte ich mich entschuldigen im Bild, weil zwischendurch ist tatsächlich mal eine Wolke durchgewandert, aber ich wollte genau das erreichen. Wunderschön. Ja, abonniert meinen Kanal. Das nächste Schminki-Video ist bestimmt schon in der Pipeline. Und wir sehen uns bestimmt hier wieder mit einem Video. Schaut auch mal in die Videos rein, besonders die Frauen, die es demnächst betreffen wird oder bald betreffen wird, in meine Tabuthema-Reihe Wechseljahre. Videos, wichtige Informationen sind drin. Ich rede aus eigenen Erfahrungen. Und wenn ihr Lust habt, dann empfehlt ruhig meinen Kanal. Habe ich nichts dagegen. Für heute wünsche ich euch einen zauberhaften Tag und ja, Grüße von der herbstfarbenfroh 60 plus.